Servus, willkommen, Verhaten. Ich dachte, heute zeige ich euch eine dritte Gitarre. Die ist auch wie meine erste, sowohl elektrisch als auch akustisch. Also geht hier ohne Strom, ohne Verstärker, als auch ganz normal. Ne? Ich habe wieder eine Nummerierung an dieser neuen Gitarre dran gemacht und man sieht hier, wenn man die beiden vergleicht, weil die große länger ist, mehr Parda, also diese schwarzen Dinger hier, die heißen Parda, dort wo die Töne entstehen, weil die mehr Parda hat, ist auch der Abstand einzelner Pardas größer, also die Noten, die Töne oder Oktaven. Hier sieht man auch gut, also da beginnen wir mit 1, ne? Und zwischen 1 und 7, hier ist gar kein Abstand mehr, kein Parda mehr, aber hier sind zwei Parda. 1, 2 zwischen 1 und 7 sind noch. Aber da sieht man hier, damit ihr seht, welche Nummer. Und hier Nummer 6 haben wir hier auf der kleinen nicht mehr drauf, wäre dann hier. Ist also, System ist gleich. Ich wiederhole die 14 gelernten Lieder ganz knapp mit dieser neuen. Vielleicht hat der eine oder andere von euch eine andere Gitarre, also zum Beispiel so wie diese, deswegen wiederhole ich die Lieder hier drauf. Also wir fangen mit Nummer 1 an, wieder Buke Dalale, Nummer 1. Erstmal schnell und normal, also relativ normal. Also 1, 7 und 2. Nur von oben. Dann langziehen. Mal ein bisschen näher ran. Viel frei spielen und dann, das ist der erste Teil, zweiter Teil. Dann Erwin Dare Tabum. Thank you.
3, Beta Nabe. Das ist dann wieder, also Nummer 4 wie Nummer 1, ne? Das ist ein Dalilim-Lied, also Shehrani. Damit ist die Schlaghand, die rechte Hand, ein bisschen anders, deswegen Dalilim. Delilim oder Shehrani Lied Nummer 5 vor Janua Janua Jani. Schlagart rechts wieder gleich, also Shehrani oder Dalilim, Dalilo. Thank you.
ist ein bisschen schwierig hier mit dieser Hand. Und dieses hier spielt man einfach in der Mitte. Also, unter 1 die mittleren Tenäser. Und dann die unteren Tel ohne festhalten. Und dann steht die Namen. Die mittleren mache ich so.